Wir bekommen immer wieder die Fragen von euch, wie man sich richtig den Kopf rasiert, vor allem nass und das ohne sich zu schneiden. Und wie das geht, und zwar ganz einfach, das sage ich euch jetzt. Ganz wichtig ist natürlich die Wahl der richtigen Rasiercreme bzw. Rasierseife. Achtet da auf eine gute Qualität, weil das sorgt dafür, dass ihr hochwertige Inhaltsstoffe habt und später ein gutes Gleitverhalten. Einfach mit Wasser einreiben und auf dem Kopf einschäumen und dann langsam in Zügen mit dem Rasierer drüber gehen. In dem Fall nutze ich ganz bewusst einen einfachen 5-Klingen-Rasierer, weil den haben die meisten von euch zu Hause. Und da seht ihr, nicht drücken, sondern einfach rüberziehen und ihr habt ein super sauberes Rasierergebnis. Anschließend natürlich die Klinge auswaschen, damit die wieder befreit ist von den Haaren und dann setzt ihr einfach wieder vorne an, einfach die Klinge aufsetzen und mit sanften Zügen einfach über den Kopf gleiten lassen. Und so passiert es nicht, dass ihr schneiden könnt, sondern es nimmt einfach ganz smooth die Haare mit. Auch an den Seiten gilt das Gleiche. Einfach die Klinge langsam und smooth drüber ziehen und ja, da ist es wieder Zeit auszuspülen. Ganz, ganz wichtig. Kleiner Trick, einfach das Ohr wegklappen und so kommt ihr auch an die schwierig erreichbaren Stellen. Am Ende natürlich alles mit Wasser auswaschen, sodass ihr die Schaumreste entfernen könnt und danach zum Abschluss natürlich die richtige Pflege mit der Better Be Bold Glatzencreme, die einfach auf dem Kopf auftragen, einmassieren und das beruhigt die Haut, spendet Feuchtigkeit und sorgt für einen richtig guten Matteffekt und hier seht ihr das Endergebnis.